Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Jetzt ist es mal wieder soweit, jetzt misste ich die Kommode aus. Ich habe hier eine Dreierkommode, also mit drei Laden, und da habe ich jetzt schon sortiert. T-Shirts, also mit Ärmeln, dann habe ich so Crop-Tops und Sport-Tops und alles mögliche, dann habe ich normale Tops, dann habe ich Shorts, ein Kleid ist dabei, Fitness-Leggings sind dabei, lang und kurz, dann habe ich noch einen Sportrock und zwei kurze Jeanshosen, so, also so Shorts. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich einmal an, weil ich glaube, das wird länger. Und zwar habe ich dieses Shirt-Kleid, das liebe ich. Es ist nur leider sehr hochgeschnitten. Das ist aber, ihr seht schon, ich teste mich ran und ich versuche es jetzt immer mehr, das zu machen und will meine Ängste besiegen. So, das bleibt auf alle Fälle, das ist fix. Dann kann ich euch noch kurze Hosen zeigen, aber ich denke, die werden auch alle bleiben. Da habe ich einmal so eine mit, ja, ich glaube, das sind Limetten, wahrscheinlich ist grün, ne? Die wird wahrscheinlich, die muss ich sicher aussortieren, die ist mir sicher schon zu klein. Ja, die wird aussortiert. Die werde ich einfach fallen lassen. So, das ist einfach so eine Schlaf-Jogging, also für zu Hause einfach. Dann habe ich noch eine von Hollister, die war auch von Hollister. Da habe ich so eine mit so einem Pastell mit Farbverlauf. Aber die ist mir auch zu klein. Die kommt auch weg. Dann habe ich die gleiche Farbe in so ein Batikmuster nochmal. Die ist für den Sommer mega cool für zu Hause, weil die nicht warm ist, ne? Also die ist so richtig kühlend. Dann habe ich noch eine von Hollister. Das ist so eine blaue. So ein Lounge Set. Ja, auch in S. Das muss ich leider auch aussortieren. Und die Hose war auch sehr eng. Die muss ich leider auch aussortieren. Das ist Abi-Muster. Genau, haben wir schon mal wieder mal einen guten Teil aussortiert. Dann habe ich noch zwei Firmen-Shirts. Die zeige ich jetzt nicht her. Dann habe ich von Naked, da habe ich eine Zeit lang einmal eingekauft. Und ich glaube, ich finde das gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, das passt nicht mehr. Das ist M. Das werde ich quasi auf einen Vielleicht-Stapel geben und muss das noch probieren. Genau. Den Stapel mache ich hier drüben. So. Ja, die ganzen Sport-T-Shirts, die werde ich wahrscheinlich lassen, weil die sind von meinen ganzen Läufen, wo ich mitgemacht habe. So Night Run und solche Sachen. Dann wieder so ein Firmen-T-Shirt. Und dann war ich zeitlang kegeln mit der Firma. Und das sind lauter so Shirts und wie gesagt so Firmen-Shirts. Die werde ich mal auch alle behalten. Oder muss ich ja eigentlich? So, es kommt auf einen extra Stapel. Dann geht es weiter. Dann habe ich hier so ein Poloshirt gefunden. Das passt sicher noch, das ist eh relativ locker. Das bleibt. Dann, das bleibt definitiv. Das ist das Pumpkin Shirt. Da war ich einmal auf einem Festival dort und ich liebe es. Das ist L, das könnte eigentlich auch passen, obwohl das extrem eng geschnitten ist. Aber das hat hinten auch so coole Schnürdeln. Und das kommt wieder auf den Vielleicht-Stapel, das muss ich noch testen und probieren. Das ist nur ein Schlafshirt, das brauche ich euch eh nicht zeigen. Das bleibt, das ist zu eng. Ja, selbst für Schlafen gehen ist mir das zu unangenehm. Das wird aussortiert. So, das ist ein Schlafshirt, das ist auch nichts. Das ist auch zu eng. Das ist irgendwie das richtige Shirt für mich, aber es ist leider zu eng. Genau. Dann habe ich noch ein Shirt, das ist mega cool, das ist länger geschnitten und so mit Manga-Anime. Und das ist so ein Shirt-Kleid eigentlich schon. Und das mag ich sehr gerne. Dann habe ich noch eins von Villains, also von den Bösewichten von Disney. Das bleibt natürlich auch.
Und dann habe ich noch ein T-Shirt mit so einem Manga-Mädchen drauf. Das ist auch ursüß, nur es ist ein bisschen warm. Also zum Schlafen gehen darf ich das gar nicht anziehen, weil da war ich mal krank, da habe ich so geschwitzt in dem T-Shirt. Und ich glaube, für den Sommer ist das dann auch nicht so geeignet. Obwohl schwarz ist für den Sommer eh nicht so produktiv, ne? Dann habe ich ein, jetzt kommen wir zu den Crop-Tops schon. Das ist von Puma. In der Größe M. Ich glaube, das muss ich noch mal testen. Kommt auf den Vielleicht-Stapel. Dann habe ich dieses schöne Top. Ist auch ein Crop. Und das ist locker geschnitten. Das wird sicherlich passen. Da muss ich nur drunter ein Bralett oder BH oder Bikini oder irgendwas drunter anziehen. Das ist wieder so ein Schlaf-T-Shirt zu der Hose, was ich euch vorher gezeigt habe. Vielleicht lege ich das einfach zusammen. Ich denke, das Top werde ich aussortiert. Das ist auch von Naked und in der Größe. Nein, es ist von Lena Gerke. Aber ich weiß nicht, mit den dünnen Trägern und so. Mir gefällt das nicht mehr. Komm weg. Das, ja, habe ich mir eigentlich erst gekauft. Muss ich aber auch aussortieren, weil mir die Träger einfach zu lang sind. Und ich meine, ich könnte es vielleicht hinten einfach den Träger so ein Stückchen raufnehmen. Das könnte ich mir noch probieren. Ja, dann lasse ich es noch, weil wie gesagt, ich habe das echt erst gekauft. So, ja, das Top, glaube ich, sortiere ich jetzt aus. Das ist so mit Flamingos und Cropped. Das bleibt auf alle Fälle noch. Das ist ein Levi's-Shirt. Das ist auch so crop, weitergeschnitten. Sowas mag ich eh gerne, aber leider relativ hochgeschnitten. Dann habe ich das 100% Hardcore Top. Das muss natürlich bleiben. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch ein Crop Top mit so einem Glitzer. Ja, das werde ich auf alle Fälle aussortieren. Dieses Sporttop in Pink. Das hat sich auch schon ein bisschen auf die Schnürdeln abgefärbt. So, dann habe ich noch das hier. Kommt auf den Vielleicht-Stapel. Ich mag solche Bralett Tops oder wie auch immer sehr, sehr gerne, aber ich bin mir nicht sicher, ob es passt. Das war immer ein bisschen größer geschnitten. Ich denke, das passt. Das ist, ich halte es immer verkehrt, ne, weil es so blöd zum Halten ist. Defcon 1, also das muss definitiv bleiben. Ich liebe Defcon 1. Dann haben wir hier so Looney Tunes. Da habe ich auch eine Jogginghose gehabt, aber die hat mir nicht mehr so gut gepasst. Das ist L, aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch passt, weil das ist sehr eng geschnitten gewesen. Kommt auch vielleicht. Dann habe ich noch so ein Bralett hier drinnen, ein schwarzes. Und ich denke, das muss ich aussortieren, weil das war letztes Jahr schon knapp. Also ich habe es mir sehr knapp gekauft. Und ich denke, das ist jetzt auch schon zu klein. Aber vielleicht probiere ich es nochmal. Ich gebe es auf ein vielleicht. Weil ich finde, so Spitzenbralett könnte man auch einfach so im Sommer einfach so tragen. Oder nur eine Bluse oder so drüber. So, dann habe ich ein schönes Nebia-Top. Das ist ein Sporttop, das mache ich auch sehr gerne, aber kommt auch auf den Vielleicht-Stapel, weil ich mir nicht sicher bin, ob es noch passt. Also da wird es jetzt einige geben. So, dann haben wir das Defcon, das passt. Also das ist die Power Hour und sowas wird mich niemals verlassen. Dann haben wir noch so ein schönes Senfgelbes, das ist ein bisschen länger geschnitten. Das wird knapp, also das muss ich auch nochmal auf den Vielleicht-Stapel geben. In dem das, bin ich mir eigentlich fast sicher, zu klein ist, aber das ist auch urcool. Aber das kommt jetzt weg. Ja, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das überhaupt noch passt. Das ist so ein gebattigtes Bralett und hinten ist es eben so. Also das hat irgendwie den urcoolen Schnitt, aber das muss ich auch nochmal testen. Ja. Ich glaube, es ist zu klein, aber ich teste es nochmal. Hoppala. Das ist auch so ein Sportbralett einfach. So. Ja, das muss ich alles noch testen. Da bin ich mir sehr, sehr unschlüssig. Wenn es zu klein ist, dann kommt es, wird es dann noch aussortiert. Das muss ich auch nochmal probieren. Aber ich glaube, das wird gerade so noch passen. Das hat mir auch gefallen, weil das hinten am Rücken so Cutouts hat. So, dann habe ich noch ein
Sporttop, das ist vom Puma, das ist ein bisschen länger geschnitten. Das muss ich schauen, ob man das noch passt. Das muss ich auch probieren. Ja, das wird auch knapp. Mal schauen, ob das noch passt. Hinten steht Puma drauf. Das habe ich auch sehr gerne. Also bei Sportklamotten generell sehr gerne mit Farbe. Ich denke, das wird passen. Das ist von Stronger. Aber ich glaube, ich sortiere das aus, weil das diesen Leoprint hat. Nee, ich glaube, das mag ich nicht. So, Seamless Bras und so mag ich sehr gerne, auch für den Sport. Also nicht fürs Laufen, aber wenn ich herinnen vielleicht genug Kraftsport mache oder Aerobic oder was auch immer. Ja. Das wollte ich ja unbedingt haben, aber ich befürchte, das ist mir jetzt mittlerweile zu klein. Die Farbe ist so schön, aber ich probiere das nochmal. Das ist hundertprozentig zu klein. Also, das ist schaut mini aus. Das werde ich leider aussortieren, weil das ist auch so eine teure Marke gewesen. Das ist, glaube ich, super hot. Na, Hipkini, ja. Das ist mega teuer. Dann habe ich noch so ein Lounge-Teil. Ich denke, das könnte noch passen, aber das muss ich probieren. Ja, das muss ich auch probieren, weil das war damals schon sehr knapp. Und das ist von Reebok. Und das habe ich mir so, glaube ich, doppelt gekauft, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, die Hose davon habe ich mir doppelt gekauft. Und das ist auch von Hollister, aber schon vor 2 Jahren, glaube ich. Die haben da damals so eine geile Kollektion, so eine Neon-Kollektion noch rausgebracht. Aber ich glaube, das ist zu eng. Aber ich probiere es nochmal. Das passt sicher. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal zum Sport angehabt. Das bleibt natürlich. Und da muss ich auch noch schauen. Das ist so ein richtiges Frottee, ein richtiger Frottee-Stoff. Und da habe ich auch, glaube ich, eine Hose dazu. So, jetzt machen wir mal weiter. Und zwar schauen wir sich die Tops an. Hoppala. Da habe ich hier, das ist so ein T-Shirt, also so ein Topkleid. Also das ist länger quasi geschnitten. Sehr dehnbar, bleibt noch in meiner Sammlung, obwohl es trägt natürlich ein bisschen auf, weil der Stoff einfach so ist, ne? Dann habe ich hier so einen Top. Aber das schaut so klein aus. Oh mein Gott, ich meine, es stretcht sich. Aber ich glaube, das passt nicht mehr. Also das muss ich aussortieren. Dann habe ich so ein Nike Air Top. Ich glaube, das passt auch noch, sonst hätte ich schon weggegeben. Ja, da kommen jetzt lauter Basic-Teile. Ein gelbes mit Spitze, alles Longtop. Ein rotes. Bin mir nicht sicher, ob ich rot wirklich brauche, aber ich habe sonst, glaube ich, kein rotes Teil, deswegen lasse ich es noch. Das passt sicher, weil das ist so extrem, extrem loose geschnitten. Und das ist auch sehr, sehr teuer gewesen. Ist auch so ein Fitness-Teil. Dann habe ich noch ein anthrazitfarbenes längeres Top, das bleibt auch da. Dann habe ich hier noch einen Body. Ja, ich glaube, der bleibt auch noch da. Den habe ich auch noch nicht so lang. Der ist nur ein bisschen anstrengend zum Anziehen. Das ist aber so ein bisschen synthetisches Material und ich glaube, da kann man auch keinen BH drunter ziehen. Dieses Kleid werde ich aussortieren. Das ist so ein Strandkleid, aber da habe ich ein schönes oranges und das ist mir lieber. Das ist auch total lieb, süß, keine Ahnung, cool. Das ist ein Puma-Top, aber das ist so schräg geschnitten. Moment, das will mich gerade nicht. So, das ist da schräg geschnitten und das habe ich auch schon uroft angehabt und das schaut noch immer so aus und das mag ich voll gerne. Das gleiche in weiß, dieses T-Shirt, also dieses Topkleid, also dieses Long-Topkleid, keine Ahnung. Was mache ich mit dem? Ich glaube, ich sortiere das jetzt auch aus. Ich habe das ziemlich lang gehabt, aber Rugrats ist zwar cool, aber es trägt auch ziemlich auf. Und ich denke, ich muss das jetzt einmal aussortieren. Ich kann ja nicht alles behalten. Die eine Lade, die hat ich schon voll durchkämmt. Mir ist es gar nicht aufgefallen. Und dann habe ich noch so
so ein Top, Let Your Heart Run Free. Das finde ich cool. Das ist ein bisschen lockerer geschnitten und mit diesem Neondruck finde ich cool. Das würde ich nicht zum Laufen anziehen, sondern einfach nur so. Dann habe ich noch ein schönes rotes. Das ist ein bisschen ein dickeres Material. Das ist für den Herbst, Winter, Frühling besser. Dieses Top, glaube ich, ist schon sehr eng. Aber ich werde das noch auf den Vielleicht-Stapel geben, um es noch zu testen. Dann habe ich noch das gleiche in Schwarz, diese dickere Qualität. Und das ist total super von Puma. Das habe ich schon total lange, aber ich feiere das total. Moment, das funktioniert so. Das ist eben länger geschnitten, aber auch durchsichtig. Das heißt, man sieht auch ein bisschen was durch. Finde ich mega. Und das muss ich leider Gottes aussortieren. Das war auch mega, mega teuer. Das ist sehr einzigartig geschnitten, auch wieder vom Hipkini hier. Und hier hat es auch so Details, aber das ist immer viel zu eng. Genau. Jetzt machen wir weiter mit langen Hosen. Ui, gebe ich mal das da schneller mal rein. Einmal habe ich von Stronger, habe ich diese Comic Fitness Leggings geholt. Und Stronger ist auch mega, mega teuer, aber hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich noch von Woman's Best, das ist eh. Da habe ich vorher ein BH hergezeigt, also so ein Sporttop in Beige. Und von Stronger habe ich auch noch original verpackt die blaue Hose. Dann habe ich auch noch die Mega-Hose. Das ist von, genau, von Hipkini wieder, sehr, sehr teuer. Und ja, ich hoffe, da passe ich noch rein. Aber das lege ich mir einfach in den Kasten rein und das tue ich nach und nach, wenn ich eine brauche, tue ich die dann einfach testen. Weil ich glaube, da werden schon die meisten eigentlich passen. Und einmal habe ich bei Bonafide bestellt, weil die so geil war. Schaut mal. Und da ist ein Totenkopf auf der Seite. Hier. Und oh, die schaut so mega aus. Die war zwar ziemlich teuer, ich glaube über 60 oder 70 Euro, aber meine anderen teuren Fitness-Leggings sind auch nicht anders. Aber man merkt einfach den Unterschied. Ich hoffe nur, dass die noch passt, weil sonst drehe ich durch. Dann habe ich noch eine, ich glaube, die habe ich einmal angehabt. Das ist so eine Art, es ist zwar eine Sport-Leggings, aber es schaut aus wie eine Jeanshose, wie so eine Jeggings. Und hinten sind auch so Taschen drauf. Und ich hoffe, dass die auch noch passt. Dann habe ich eine von Gymshark, da habe ich auch lang gesucht, dass ich da eine finde in diesem schönen Ombre-Verlauf. So grau und rosa. Und früher habe ich das ja gesammelt. Und ihr wollt nicht wissen, wie viel Sportgewand ich noch in meinem Kellerabteil habe. Ich habe so viele Sachen noch, das ist arg. Dann habe ich eine Laufhose, die lasse ich halt. Ich weiß nicht, ob ich im Herbst, Winter laufen gehe, weil da habe ich zwei dickere. So ein bisschen mit Thermo habe ich noch, aber die lasse ich einfach noch. Und dann habe ich noch eine Paar. Da bin ich mir nicht sicher, ob die passt. Das ist so Art wie so eine Latex-Leggings, aber das ist eine Sporthose, ne? Also eine Sport-Leggings. So, jetzt geht's weiter. Und zwar mit kurzen Hosen. Da habe ich einmal, da habe ich euch vorher eh dieses Sport-Top gezeigt. Da gibt es so eine passende Hose dazu. Wie gesagt, weiß ich nicht. Da habe ich mir aber jetzt was beim Primark gekauft, das ist auch mega cool. Das ist so ein Lounge-Set, auch mit so einer Hose und mit so einem Sport-Bra und auch Bralettes. Und ich hätte nie geglaubt, dass ich da reinpasse, aber das eine war sogar eine Größe M mit Cups und das andere eine L. So, das ist die kurze Hose. Die habe ich auch in lang. So, ich muss mir das einmal hier rüber holen, weil sonst verschwinde ich immer da nach unten. So, das ist die kurze Hose zu dem Sporttop. Die schaut sehr klein aus, ne? Die gebe ich auch auf den Vielleicht-Stapel. Dann habe ich diese pinke Hose. Die wird wahrscheinlich passen, die bleibt natürlich. Ja, bleibt diese Nike? Nein, die bleibt nicht. Die sortiere ich aus. Ja, die war damals schon so eng. Aber mir gefällt das so gut. Aber das ist leider eine, ja, eine M ist das. Aber ich glaube, da passe ich nicht mehr rein. Nee. Egal, ich muss sie aussortieren, es hilft nichts. Was ist das eigentlich für eine Größe?
Das Problem ist, das steht immer auf so einem komischen Markerl und das habe ich, glaube ich, schon entfernt. Und dann weiß man nie, was das für eine Größe ist. Es ist irgendwie doof bei dem, weil bei den meisten ist ja innen eingestrickt und bei denen ist es meistens hier unten dran. Das muss man entfernen. Ja, ich weiß es nicht. Die schaut schon ein bisschen sehr klein aus. Ich meine, die wird High-Waist getragen, aber egal, ich lasse sie jetzt einmal. Denke ich schon, dass die passen wird. Das ist zu dem gelben Top die Hose dazu. Und von dem haben wir auch schon das Oberteil gehabt. Ich befürchte aber, dass die zu klein ist, weil ich glaube, die pinke habe ich schon, die habe ich in Pink auch gehabt, die habe ich schon weggegeben. Oh, die ist auch in S. Aber die schaut ein bisschen größer aus. Muss ich probieren. Aber ich lasse sie jetzt noch drin. Das weiß ich, das muss ich leider aussortieren. Das war auch mega teuer. Das ist so ein Jumpsuit mit so ein bisschen bauchfrei. Ja, das ist schade. Die habe ich mir noch nicht so lange gekauft. Ah, oh ja, die war sogar ein XS, glaube ich. Genau, aber die ist dehnbar. Die müsste mir hoffentlich noch passen. Dann nochmal eine gelbe, weil eine hat es ein bisschen ausgewaschen. Deswegen habe ich mir die noch gekauft. Und die war, glaube ich, von H&M. Genau, das ist eine M von H&M, eine M. Jo, die behalte ich noch, außer sie passt mir gar nicht, dann werde ich es aussortieren. Genau, das ist das. Jetzt haben wir nicht mehr viel. Jetzt haben wir nur mehr drei Teile. Und zwar einmal diesen Sportrock. Das ist der einzige, der was mir noch geblieben ist, der was mir noch passt. Ich denke, der passt auch noch. Der bleibt. Und dann habe ich noch zwei Jeans-Shorts. Und ich befürchte, ja, die ist L, aber nee, ich glaube, die passt nicht mehr. Aber die probiere ich noch. Die kommt auf den Vielleichthaufen. Und das ist eine 40. Ich glaube, die passt auch nicht mehr. Aber wie gesagt, die muss ich probieren. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel kurze Hosen. Aber ja, mal schauen, ob ich da jetzt irgendwann noch welche finde oder nicht. Weil meistens bestelle ich dann bei Bershka oder so, wenn die irgendeinen Ausverkauf an Sale haben. Ja, wenn es nicht zu teuer ist, weil es ist schon wirklich extrem, ne, wie teuer die Textilpreise sind. Aber ja, und so oft shoppen gehen, so an Kleidung, tue ich nicht. Also, außer jetzt beim Primark habe ich ein paar, aber das war auch nicht viel. Ne? Das waren nur ein paar Bralettes, ein paar Sportsachen, eine kurze Hose, aber die bringe ich eh wieder zurück. Die ist viel zu groß und viel zu komisch geschnitten. Und da wollte ich nicht probieren. Genau, das war jetzt einmal mein Video. Das war jetzt eh lange genug für das, dass das nur drei Laden waren, sage ich mal. Ich werde das jetzt alles mal verräumen und dann werde ich euch in einem extra Video, denke ich, aber dann auch noch meinen Kasten zeigen, wie ich den eingeräumt habe, weil ich denke, das sind wir dann auch schon jetzt durch. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich über ein Abo freuen und über ein Like und ein nettes Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!